Ich grüße euch. Kleines Sondernetzsprech, so völlig außer der Reihe und absolut nicht angekündigt. Warum? Weil ich nicht ganz sicher war, ob wir das terminlich so schnell auf die Reihe bekommen. Worum geht's heute Abend? Es geht um das Thema agile Kirche. Ihr wisst, ich habe es euch schon berichtet, dass ich auf dem Hackathon mit dabei war, bei Glauben gemeinsam, dem Hackathon, dem ersten, den die Jugenddelegierten der EKD veranstaltet haben. Spontan, recht flott, gut besucht, tolle Projekte. Ich war auch bei einem Projekt, und zwar bei dem Projekt Agile Kirche. Ich war da nicht alleine, sondern da waren noch mehr Teilnehmer. Und wir haben zwei Gruppen gebildet. Und die Teilnehmer unserer Gruppe, nämlich den Ideengeber Johannes Pieper und auch die Biggie Lou, das war die dritte im Bunde bei uns, die stelle ich euch jetzt vor und bitte sie herzlich mit dazu. Hallo, ihr beiden. Kommt mit rein. Geht einmal bitte auf das Kamerasymbol, ihr beide. Dann seid ihr auch mit im Bilde. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ja, das sind, wie gesagt, Johannes. Das ist Johannes, der Ideengeber zum Thema agile Kirche. Der erzählt uns jetzt gleich auch erstmal, wie er überhaupt zum Hackathon gekommen ist und wie die Idee entstanden ist. Denn soweit ich weiß, hatte er die Idee in Sachen agile Kirche schon ganz lange. Und danach wird uns die Biggie mal erzählen, wieso sie zu diesem Team gestoßen ist. Denn beim Hackathon gab es ja ganz viele Projekte, warum ausgerechnet agile Kirche das Thema wurde. Ja, und dann gebe ich selber auch noch meinen Senf dazu. Aber ich würde sagen, die Biggie und ich, wir schalten uns jetzt mal weg mit unserer Kamera, damit der Johannes im Vollbild zu sehen ist und ihr ihn besser hört und seht. Jo, dann leg ich mal los, Johannes. Okay, ja, vielen Dank. Wie fange ich am besten an? Also ich muss dazu sagen, ich bin von Berufs wegen Betriebswirt und habe mehrere Ausbildungen gemacht, eine IT-Ausbildung. Ja, und dann habe ich aber auch mal Theologie studiert, bis 2006, das aber nicht ganz abgeschlossen und mich also sehr intensiv mit Fragen beschäftigt. Also wie entstehen Gemeinden? Wie kann man das Ganze weiterentwickeln? Ja, und ich habe dann über die Jahre also Verschiedenes auch praktisch ausprobiert, sei es im landeskirchlichen Bereich, evangelisch oder auch freikirchlich, evangelisch, freikirchlich. Und naja, so habe ich also dann auch verschiedene Projekte gestartet. Unter anderem war das ja so ein Treff, wo man wirklich vor Ort auch beisammenkommen konnte und so über Gott und die Welt reden konnte. Und das war schon recht agil, wenn man das so sagen darf, weil man sich nicht anmelden musste. Jeder konnte kommen und gehen, ja, zu welcher Veranstaltung er auch gerne möchte. Das lief über 3 Jahre hinweg. Und ja, am Ende stellte ich dann fest, dass die Vorstellung, die ich davon hatte und die Vorstellung dieser Gemeinde, wo das stattfand, so ein bisschen auseinandergingen. Also die Gemeinde wünschte sich natürlich neue Mitglieder. Und mir war das erstmal zweitrangig wichtig. Mir war es wichtig, Menschen zu vernetzen und wenn auch nur für Zeit, eine kleine Weile zu begleiten. Naja, und ich habe dann mich weitergebildet im Bereich Social Media und Website-Entwicklung. In dem Zuge ging es darum, also auch ein Projekt zu realisieren. Und ja, meine Idee dazu nannte sich zunächst einmal Innovative Kirche. Also ich habe eine Seite, einen Blog, innovativekirche.de, online gestellt, wo ich mir Gedanken gemacht habe, ja, wie kann Kirche im 21. Jahrhundert funktionieren? Und ja, ich habe festgestellt, also vieles dreht sich immer so um das Thema Gottesdienst und es gibt aber, finde ich, noch viel mehr Formate, viel mehr Möglichkeiten, was Kirche zu bieten hat. Und ja, und so habe ich dann so verschiedene Modelle durchdacht. Also zum einen sowas wie Kaffeekirche, wo man sich in einem Café trifft, oder wie sieht das aus mit einer speziellen Zielgruppe, mit Motorradfahrern, also sprich Bikerkirche. Naja, und letztendlich bin ich dann unter anderem auch auf diesen Begriff agil gestoßen. Das trifft man ja in der Arbeitswelt immer häufiger an, wo man dann mit agilen Methoden arbeitet, Richtung Projektmanagement geht. Und ja, ich dachte, das Ganze
ist doch eigentlich auch auf das Thema Kirche anwendbar. Also nicht nur, dass man Projekte organisiert, dass es um die Organisation als solches geht, sondern dass auch Veranstaltungen flexibel geplant werden können und dass Kirchen auch, ja, ich sag mal so ökumenisch mindestens, aber auch darüber hinaus sich vernetzen können. Also dass auch normale Bürger, sei es, dass sie jetzt irgendwo Mitglied sind oder nicht, eine Idee einbringen können. Und es könnte also letztendlich ja so ein ganz buntes Programm geben von ja Montag bis Sonntag meinetwegen, wo jeder so das einwirft, was er gerne anbieten möchte, er oder sie. Ja, und das Ganze hatte ich erstmal so im Kopf mir zusammengestrickt und vor ja ein paar Wochen wurde ich angesprochen über meinen Twitter-Kanal, der heißt wiederum digitalkirche.de und da geht es also natürlich hauptsächlich so um das Thema digitale Kirche, wie kann dieses analoge, klassische mit dem digitalen korrespondieren. Naja, und dann wurde ich angesprochen von der von der EKD, die haben eine Jugendsynode, das nennt sich dann Jugenddelegierte, die haben mich eingeladen, bei diesem sogenannten Hackathon mitzumachen. Der Hackathon ist eine Form eigentlich, die es so aus dem Bereich IT-Softwareentwicklung schon gibt, wo sich Leute über so ein Wochenende zusammensetzen und meistens programmieren, am Ende ein bestimmtes Ergebnis damit erzielen und das dann auch präsentieren, also so ein Programmierwettbewerb. Und man hatte dieses Thema dann bezogen auf das Thema Kirche. Also das musste nicht alles programmiert sein, sondern es konnten auch Ideen daraus entstehen. In dem Fall habe ich dann meine Idee eingereicht und wir haben dann gestartet an dem 1. April-Wochenende uns erstmal über eine Plattform, Slack nennt sich das, vielleicht kennt das der ein oder andere, wo man im Projekt zusammenarbeiten kann. Und darüber haben wir uns getroffen. Es waren also, ich denke mal, so um die 30 Teilnehmer am Anfang, die sich da gefunden haben und um mein Thema. Also insgesamt haben sich da 700 Leute rund angemeldet. Und dann haben wir uns erstmal so zusammengetan. Unter anderem auch wir drei in einer zunächst mal Videokonferenzschaltung, dass wir uns ausgetauscht haben. Wo kann es überhaupt lang gehen? Ich habe meine Idee also ja vorher schon beschrieben gehabt, das konnte jeder einsehen. Und dieses Team hat sich dann nochmal so ein bisschen untergliedert im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, ich will da jetzt gar nicht zu viel vorweggreifen, sondern ich gebe, glaube ich, erst einmal zurück zur Carmen, dass wir noch einmal durchatmen können. Und ich glaube, dass sich jetzt noch ein paar Fragen ergeben, ne? Dass man noch mal so ein bisschen nachhakt. Ist das okay so? Ach, können wir so machen, kein Problem. Okay. Ja, also von meiner Seite aus, ich habe ja auch vorweg bei dem vorherigen Netzsprech schon ein bisschen was erzählt, was überhaupt so los war, auch so was von der Technik her so eingebracht wurde. Auf die technischen Aspekte, denke ich, brauchen wir gar nicht so weiter eingehen. Mhm. Wichtig war mir jetzt tatsächlich nochmal so diesen ursprünglichen Gedanken, wieso, weshalb, warum. Das hast du jetzt ja auch schon ganz gut nochmal so rübergebracht. Das ist ja etwas, was mir sehr häufig vorkommt, also sehr häufig unterkommt, sowohl innerhalb der Kirche als auch außerhalb der Kirche, dass da eine gewisse Sehnsucht ist, wahrgenommen zu werden und zu interagieren und teilzunehmen und Teilhabe zu bekommen, aber dass das in den vorhandenen Strukturen schwer bis gar nicht möglich ist. Um es mal vorsichtig zu formulieren, ich habe da ja auch so meine Erfahrung, da erzähle ich dann nachher mal ein bisschen drüber. Aber okay. Das ist tatsächlich auch so die Idee. Was ich auch spannend fand, war tatsächlich die Art und Weise, wie das Team sich gebildet hat. Hast du da eigentlich vorher irgendwie ein Konzept gehabt? Hast du dir da überlegt,
ich brauche jetzt eine bestimmte Art von Input, also wo du gesagt hast, da bin ich selber gut aufgestellt, ich brauche jetzt mal jemanden, der aus einer ganz anderen Richtung kommt oder jemand, der das in der und der Form ergänzt, oder bist du da, ich sage jetzt mal, völlig frei und offen raufgegangen und hast gesagt, mal gucken, was passiert. Wie ist das bei dir gewesen? Genau. Also ich bin da ehrlich gesagt recht frei und offen reingelaufen. Natürlich ist es eigentlich das erste Mal, dass ich in einem Team gearbeitet habe, so in dieser Form. Ich meine, das ist auch so ein bisschen dieser Corona-Zeit geschuldet, dass jetzt viel über Zoom, über diese Videokonferenzen läuft. Aber gut, also ich denke, viele Teilnehmer hatten auch schon ihre Erfahrungen gesammelt. Ich war vorher auch schon über Zoom zusammengeschaltet im Rahmen einer Gebetsgruppe, wo über 100 Leute zusammen waren. Das fand ich sehr spannend, dass es geht in dieser Größe. Und ich habe mir natürlich schon detailliert Gedanken gemacht, was ich eigentlich erreichen will. Aber es war also vorher auch nicht möglich herauszufinden, wer genau teilnimmt. Also was sind das für Leute? Sondern wir sind also alle, denke ich mal, ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen worden. Es sei denn, es gab vorher schon Leute, die sich als Gruppe angemeldet haben. Das kann durchaus ja sein, dass jemand eine Idee schon vorher kommuniziert hat und dann gesagt hat, also ich arbeite damit, wer möchte jetzt in meine Gruppe oder so. Dann kannte man sich vielleicht, aber bei uns war es tatsächlich so, da gab es dann so ein paar zufällige Überschneidungen. Ich hatte dann einen, der kannte jemanden, den ich wiederum kenne, über so ein paar Ecken. Das ist ja auch recht einfach ich denke, so. Ich denke, das ist auch irgendwo auch der Sache geschuldet, wenn man sich für bestimmte Themen interessiert, sei es jetzt in diesem Bereich oder wo auch immer, dass man dann auch immer solche Zufälle haben wird. Also, dass man dann doch dem einen oder anderen Namen dann häufiger schon mal begegnet und mal über den Weg läuft. Das ist einfach so. Ja. Das ist, ja. Genau, also ich habe vorher auch ein bisschen Werbung gemacht für mein Thema über den Twitter-Kanal und das haben schon einige für gut befunden. Aber ich habe dann doch eher wenige dann wiederentdeckt, die dann tatsächlich in meine Gruppe gekommen sind, was aber auch nicht schlimm ist. Und also ich glaube, das Schwierigste war wirklich, gerade als wir dann so am Anfang um die 30 Teilnehmer hatten, da eine Struktur reinzubringen. Und da bin ich wirklich dir sehr dankbar, Carmen, dass du dann sicherlich auch mit deiner Expertise und Erfahrung Vorschläge gemacht hast und so ein Stück weit diese organisatorischen Dinge mit in die Hand genommen hast. Also unter anderem hast du ja auch schon mit Slack gearbeitet, gehe ich von aus, und konntest also... Kein Stück. Das war das erste Mal und deswegen war ich auch teilweise ein wenig irritiert, weil ich Dinge nicht dort gefunden habe, wo ich sie rein intuitiv vermutete. Okay, also das war aber spannend. Das ist interessant. Okay, also ich war ja in so einer mehrfachen Rolle. Also einmal als Ideengeber, dann war ich relativ schnell dann auch der Teamleiter. Also erst war ja alles sehr offen, dann wurde man in geschlossene Teams verfrachtet und dann musste ich also irgendwo auch selber experimentieren, wie funktioniert das eigentlich, legt man da Dokumente an oder öffnet da nochmal so einen Chat und sowas. Also ich glaube, in der Situation waren viele, sich da erstmal orientieren zu müssen. Ja, und dann hatte jemand eine Idee, lass uns doch eine Videokonferenz starten. Dann gab es aber auch wieder unterschiedliche Plattformen, browserbasiert oder mit einem Tool, so wie hier bei Zoom. Und letztendlich haben wir uns dann so auf den kleinsten Nenner geeignet, uns dann letztendlich darüber getroffen. Aber ich glaube, auf dieser Strecke dieses organisatorischen, ist ein bisschen etwas verloren gegangen. Also ich konnte wahrscheinlich als Teamleiter nicht alle so einfangen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und am liebsten hätte ich in alle Themenrichtungen mitgearbeitet, mich da eingeklinkt. Aber das war einfach nicht zu leisten. Also es war ja auch angesetzt. Natürlich gab es nachts auch eine Ruhepause. Also man konnte jetzt zwar freiwillig nachts weiterarbeiten, aber innerhalb von 48 Stunden sollte ein Ergebnis stehen. Mhm. Und da mussten wir uns relativ schnell einig werden, also wie wir da vorgehen. Und ja, und auch da hattest du wieder diese Ideen eingebracht, dass wir letztendlich ein Video zusammenstellen können. Und wir haben uns dann letztendlich eine Struktur überlegt, die allerdings dann durch einen Teil des Teams, die auch
unter sich wiederum ihre Gedanken ausgetauscht haben, ja, sich so ein bisschen zersplittet hat, sage ich mal so, ne? Also was mir persönlich dann auch aufgefallen ist, was ich jetzt für mich auch mitgenommen habe, ich möchte ja sowas in dieser Art in den nächsten 2, 3 Jahren definitiv auch nochmal veranstalten zu meinen eigenen Themen. Und da habe ich für mich auf jeden Fall mitgenommen vorweg, dass die Kommunikation von den Jugenddelegierten super war, aber dass bestimmte Bereiche von ihnen trotzdem noch nicht erahnt werden konnten. So möchte ich es jetzt mal formulieren. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese Unsicherheit, die habe ich dann auch mitbekommen, so bei vielen, dass das sich so ein bisschen zerfasert hat, weil das Organisatorische erstmal zu regeln ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Also das, wie machen wir das jetzt? Auf welchen Plattformen sind wir unterwegs? Wie treffen wir uns? Zu welchen Themen wollen wir jetzt genau was machen? Und in welche Richtung soll es gehen? Das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Also das habe ich für mich schon definitiv mit aufgenommen, dass da mehr Vorgabe erfolgt. Also schon im Vorfeld ganz klare Linie, das und das und das ist geplant. Die und die Tools stehen zur Verfügung. Hier sind Links. Wer möchte, kann ja schon mal gucken. Und hier ist nochmal mit Handouts, also mit kleinen Mini-Handbüchern. Das hatte die Jugend, die Jugenddelegierten hatten das ja auch gemacht mit dem Bereich Slack, wofür ich sehr dankbar war, denn ich habe mich da wirklich drauf gestützt und habe das erstmal durchgelesen. Also ein kleiner Handbuch-Freak. Deswegen kam mir das sehr entgegen. Also das fand ich sehr wichtig. Ja. Wie ist das denn von den Ergebnissen her? Also keine Lobpudelei jetzt, aber bist du jetzt inhaltlich mit den Ergebnissen zufrieden? Also bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, den Punkt wollte ich erreichen, oder bist du sogar schon drüber? Also bist du jetzt weiter mit dem Projekt als ursprünglich angedacht für das Wochenende? Ja, also das, was wir erreicht haben für das Wochenende, finde ich, ist schon enorm. Also wir haben uns ja wirklich, also jetzt bezogen auf meine Teilgruppe, auf eine Plattform geeinigt, die wir planen. Und dafür haben wir schon eine Struktur entwickelt. Natürlich nicht im Detail, wie das Design aussehen soll und wer da daran teilnimmt im Einzelnen. Aber ja, das Ganze dann präsentiert in einem Video, was mir auch sehr gefällt. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Damit bin ich zufrieden. Also womit ich weniger zufrieden bin, ist, dass es mir nicht gelungen ist, die anderen Aspekte, die sich dann in den Teilgruppen ergeben haben, mit einzufangen oder auch die Teilnehmer wirklich so abzuholen, dass letztendlich dann 2 Ergebnisse eingereicht worden sind. Und ein Thema ist gar nicht bearbeitet worden. Da ging es dann auch noch um Praxisformate. Das hatten wir angesprochen. Aber theoretisch hätte es auch noch so einen dritten Strang geben können. Aber das macht ja nichts. Also es kann ja durchaus im Nachhinein noch irgendeine Aktion geben, wo diese Themen erarbeitet werden, und vielleicht finden wir auch wieder zusammen als Team so, ne? Wenn wir jetzt irgendwo uns ein bisschen mehr forciert haben, was wir eigentlich machen wollen. Es fehlt auch noch eine Rückmeldung von dem Hackathon-Team, also von der EKD als solches. Da wurde gesagt, dass es werden so viele Ideen und Projekte wie möglich unterstützt. Nun ist das bei uns ja auch ein komplexes Thema. Da kann ich verstehen, wenn es ein bisschen Zeit braucht, aber das ist jetzt noch so ein bisschen in der Schwebe. Also bevor ich da keine offizielle Rückmeldung habe oder wir als Team, will ich da auch nicht zu sehr vorpreschen, irgendwas zu fertigzustellen oder irgendwas in die Wege zu leiten. Ne? Ich hatte ja auch schon gesagt, ich stehe da gerne Gewehr bei Fuß, unterstütze da auch gerne, aber die aus meiner Sicht ist das dein Projekt definitiv, und ich bringe mich da gerne so weit ein wie möglich, aber das ist definitiv ein wichtiges Thema, und dafür kann ich wahrscheinlich dann auch nicht die Energie und nicht die Zeit aufbringen, die dafür nötig wären. Rein beruflich würde ich das nicht miteinander 1:1 rüberbringen können. Also mit einbringen, ja, aber haben wir ja schon drüber gesprochen. Also das ist genau. Ne? Also das ist ganz klar, das ist definitiv dein Projekt. Aber wir sind ja zu dritt gewesen. Ich würde jetzt gerne die Biggie mit dazu holen. Biggie, dass du dich vielleicht einmal zurückschaltest, Johannes, und dass die Biggie jetzt mal loslegt. Genau. Also, erzähl du mal. Ich schalte mich dann auch gleich nochmal weg. Erzähl du mal, wieso Hackathon, wie du erstmal dahin gekommen bist, wie du dazu gekommen bist,
was so deine Ideen waren vorher, ob du dich da wiedergefunden hast und wieso du dann in dieser Gruppe gelandet bist und dich nicht für was anderes entschieden hast. Dann legen wir jetzt mal los und wir beide machen mal das Mikro und das Video weg. So. Okay. Also ich habe ja 14 Tage vorher schon einen Hackathon von der Bundesregierung mitgemacht. Fand das sehr spannend. Hat im Prinzip genauso funktioniert wie hier auch. Es gab Themen im Voraus, konnte man sich ansehen und konnte sich dann in den einzelnen Kanälen dazu unterhalten. Ist das die richtige Truppe oder nicht? Da bin ich fast rausgeflogen an der Ecke Organisation. Also da waren ein paar Diskussionen im Gange und ich hatte dann Glück, das eine weiterlief, die anderen waren plötzlich leer. War keiner mehr da. Gut. Aber das war auch schon ein gutes Team, hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht. Und dachte ich, okay, jetzt kommt da Glaubenshackathon, ah, dann machen wir doch gleich nochmal mit. Ich bin eigentlich, komme aus der evangelischen Jugend, also nach Konfirmation, halt Jugendgruppe. Und da auch relativ, wir waren relativ lange zusammen. Sind dann auch auf Kirchentage gefahren. Und das war eigentlich die Kirche, die mich fasziniert hat. So das alltägliche Zuhause fand ich immer so ein bisschen, ja gut, okay, das gibt's, aber muss ich nicht haben. Außer der Jugendgruppe halt. Genau, Kirchentag war die Art von Kirche, die mir gefallen hat. Viel los, viele Menschen, viele verschiedene Angebote und jeder kann sich das Richtige rausbieten. Gut, das ist nur auch schon 30 Jahre her. Aber man vergisst solche Ideen ja nie ganz. Beim Glaubenshackathon hatte ich mir dann halt mal so 6 Themen hatte ich mir mal rausgesucht. So 6 Ideen, die da ja eingestellt wurden. Und habe dann die einzelnen Diskussionen mir so ein bisschen angeguckt. Und dann merkt man auch relativ schnell, sind es Leute, die zu mir passen. Oder geht es in eine Richtung, die zu fromm ist oder zu sozialpädagogisch, sage ich jetzt mal. Das ist so ein bisschen ein Feindbild von mir. Und bin dann am Ende bei der Agilen Kirche gelandet, weil die Ideen, die sich in diesem Chat gefunden haben, das waren, was mich auch angesprochen hat. Wo ich dachte, okay, das hört sich nach meiner Überzeugung an. Das könnte in die richtige Richtung gehen. Genau, und dann haben wir halt losgelegt und haben auch relativ schnell uns 3 zusammengefunden, fand ich. Und das war auch eine gute Zusammenarbeit. Ja, dann schalte ich mich nochmal dazu. Dann möchte ich natürlich auch dir noch ein paar Fragen stellen. Also du hast ja jetzt diesen Glaubenshackathon auch mitgemacht und bist ja jetzt auch im sozusagen Gewehr-bei-Fuß-Team und hast dich ja auch schon in dem kleinen Forum mit angemeldet, genauso wie ich, dass Johannes ja mit Hilfe von einem Außenstehenden, von jemandem von den Mentoren war das, glaube ich, mit aufgebaut hat. Schon mal einfach, dass man sich gegenseitig nochmal so ins Bild setzt und miteinander in Kontakt bleibt und guckt, was sich da so ergibt, wie das Ganze so weiterläuft. Wie sieht's jetzt bei dir grundsätzlich so aus? Also ist das für dich jetzt was, wo du sagst, das ist jetzt wahrscheinlich nicht dein Beruf, wir haben uns darüber vorhin auch schon ausgetauscht, aber könnte vielleicht in Richtung Hauptinteresse mitlaufen, dass du dich da mehr mit beschäftigst? Oder ist das etwas, wo du sagst, punktuell? Und wie bist du jetzt mit dem Glaubenshackathon zufrieden gewesen? War das so in Ordnung? Hättest du dir irgendwas anders gewünscht? Und wie bist du mit den Ergebnissen so zufrieden? Ja, viele Fragen. Den Glaubenshackathon, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die 2 Wochen vorher war es, da waren auch wesentlich mehr Leute unterwegs, das muss man auch dazu sagen. War es schwieriger reinzukommen. Hier fand ich es dann, oder vielleicht war es auch nur einfacher, weil ich schon ungefähr wusste, wie das läuft. Dass man halt sich in den Kanälen trifft und da diskutiert und dann irgendwann in einen anderen Kanal geht. Also von daher fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Dein Hinweis mit den Tools ist schon gut, wäre
schon sowas, vor allen Dingen für solche Hackathons, wo jetzt die Nicht-Hacker sind. Also ich glaube, normalerweise läuft das ein bisschen anders ab in so einem Hackathon. Da treffen sich die Nerds und da hat jeder sein Tool und weiß jeder, was er da tut. Das ist ja hier ein bisschen anders gewesen. Von daher ist für solche Geschichten wahrscheinlich schon besser, wenn man vorher sagt, nimm das oder jenes. Und gut, dass man die Leute dann zusammenbringen muss auf ein Tool, das wird man immer wieder haben. Also die Diskussion wird man nicht umgehen können. Die wird man nicht umgehen können, weil da auch jeder so seine eigenen Vorlieben hat. Genauso wie ich jetzt mal sage, die einen lieben Apple, die anderen hassen Apple, die einen lieben Windows oder Linux. Und ja, das ist auch so. Und dann nicht so beliebt und dann gibt es was anderes, das funktioniert aber nicht so gut. Das ist halt so. Das ist einfach so, jedes Programm hat so seine Vor- und Nachteile und jeder hat so seine Vorlieben. Das ist auch normal, denke ich mal. So wird man behalten, auch wenn man eine Toolliste hat. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, sich zu entscheiden. Das mag sein. Ja, ich denke, mit der Zeit probiert man das eine oder andere vielleicht auch mal aus, aber es ist schwer. Also wenn man, ne, ist wie beim Autofahren, das erste Auto, die erste Marke, die behält man in der Regel im Kopf und tendiert dazu, dann erstmal bei der gleichen Marke zu bleiben, wenn man keine grottenschlechten Erfahrungen gemacht hat. Genau so. Ja. Und wie bist du so mit den Ergebnissen zufrieden gewesen? Also so vom Verlauf her war, denke ich mal, ganz gut. Und das ist super, was wir geschafft haben und wie wir das geschafft haben. Also so in der Zusammenarbeit war das immer ein Geben und Nehmen und jeder dabei und konzentriert. Und also das kann, glaube ich, nicht besser laufen. So wie wir in der Kombination waren. Wie gesagt, das andere Team war ein bisschen anders gestrickt vom Grundsatz her. Und das ist halt, da haben zwei Welten aufeinander getroffen. Ja, in gewisser Aber Weise, ja. Ist so, ist auch völlig normal und wird auch immer wieder vorkommen. Also ich denke, deswegen haben die sich auch zusammengefunden und wir uns zusammengefunden. Ja, sehe ich ähnlich. Es ging auch relativ schnell, dass sich da herauskristallisierte. Da ist so dieser Aspekt des nochmal miteinander drüber sprechen und nochmal mehr in die Definition gehen und mehr in die persönliche, direkte Mensch-zu-Mensch-Zusammenarbeit bei dem anderen Team. Und bei uns war es mehr so raus und mehr so die Metaebene, also das von oben gucken und was wird genau gebraucht und dafür eine Lösung finden und an der Lösung arbeiten. Das war und das eben als technische Lösung dann auch. Ja, und wir waren ja mehr konzentriert auf alle reinholen. Und die waren ja eher so die Vernetzung untereinander. Ja, das sind eben zwei völlige andere Ansätze, die man natürlich dann im Nachgang auch, wie Johannes auch schon erzählt hat, dann ja auch wieder miteinander verknüpfen kann. Wirst du denn, wenn es den Hackathon Glauben gemeinsam in einer Version 2.0 gibt, bist du dann auch wieder mit dabei? Ich denke schon, wenn ich dann die Zeit habe. Ja, ich bin auch gespannt. Na gut, Johannes. Ich bin nicht immer so frei wie gerade im Moment. Ja, genau. Corona ist ja hoffentlich nicht immer. Johannes, schön, dass du nochmal dazugekommen bist. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass wir ein Ergebnis haben. Wir haben auch vorhin, du hattest vorhin erwähnt, guckt euch mal das Video an. Wer jetzt gerade hier auf Facebook rumschwirrt oder dann hinterher die Aufzeichnung auf YouTube sieht, einmal weiterklicken und dann seht ihr auch das Video, was gemeint ist. Wir können es auch gerne hier nochmal einspielen, wenn ihr wollt. Das übernehme ich mal eben ganz kurz. Das sind 2 Minuten, keine Angst, es dauert nicht lange. Es sind 1 Minute und 57 Sekunden. Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ich möchte es auch gerne nochmal wiederholen, da es ein ziemlicher Akt war, das hinzubekommen. Moment, das war nichts. Ich muss erstmal das, muss nochmal eben kurz einmal die Webseite von YouTube aufmachen. So, nun werde ich mal teilen, Bildschirm freigeben. Mozilla, Computerton, Videoclip, teilen. Und dann wollen wir mal abspielen.
viele Angebote der Kirchen interessieren nur wenige. Gründe dafür sind zum Beispiel: Die Angebote der Kirchen sind vorwiegend klassisch traditionell. Sie gehen oft an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbei. Die Kirchen machen Angebote, deren Bedarf längst gedeckt ist. Sie stellen sich in Konkurrenz zu lokalen Vereinen und Veranstaltungen. Die Kirchen haben Angebote und warten auf Menschen. Viele Menschen erwarten jedoch, dass Kirche zu ihnen kommt. Die Kirchen geben sich weltoffen, die Wahrnehmung der Menschen ist anders. Die Angebote der Kirchen sind durchstrukturiert. Die Lebenswelt der Menschen ist flexibel gestaltet. Die Kirchen setzen auf Stetigkeit und dauerhafte Beteiligung. Sie treffen auf Menschen, die frei und selbstbestimmt leben wollen. Wir träumen von Kirchen, die sich weniger auf sich konzentrieren, sondern sich mehr als ein Teil des Ganzen sehen und beweglicher sind. Unser Lösungsvorschlag: portalagilekirche.de und Schnittstellen zu Social-Media-Netzwerken. Funktion des Portals: Vernetzung mit zwei Säulen, agile Aktivitäten und agiles Arbeiten. Ideen, Locations, Hilfe, Hilfsmittel, Kommunikationswege. Materialhilfen bis zur Gebetsgruppe, hybride Gottesdienste bis zur Nachbarschaftshilfe. Für wen? Für alle. Von Pastorinnen bis zum Gläubigen, bis zum Tourist, bis zum Nichtgläubigen, Kommunen, Unternehmen, Kirchengemeinden, Erwachsene, Jugendliche, Kinder, andere Religionsgemeinden, alle dabei. Wesentliche Menüpunkte sind: Angebote suchen und einstellen, Mediathek, Austausch und Vernetzung, aktuelles Blog. Und jetzt brauchen wir Unterstützung bei der Umsetzung, Beratung, Feedback, Finanzierung, Netzwerkkontakte, Marketing, Kommunikation der Idee. Erstellt Hackathon. Wir freuen uns auf euch. So. Hoppala, komm her hier. Stoppen. So, da bin ich wieder. Ja, das war das kleine Video. Und ich würde sagen, Johannes, du kannst ja vielleicht noch mal einmal die Webseite zeigen. Johannes hat nämlich schon eine Webseite, eine Landingpage sozusagen erstellt. Also wer jetzt eingibt agilekirche.de, wird umgeleitet einmal auf diese vorübergehende Landingpage. Und von dort aus kann dann Kontakt mit ihm aufgenommen werden, mit dem Projekt aufgenommen werden. Ja, und da kannst du dich dann im Grunde genommen sofort einklinken, wenn du das möchtest. Oder auch andere darauf aufmerksam machen, wenn du sagst, für mich passt es nicht hundertprozentig, aber ich weiß jemanden, da passt das hundertprozentig rein. Für die oder denjenigen ist das genau das, was immer gesucht wurde. Also bitte dann weitergeben. Okay, man sieht die Seite, gehe ich von aus. Ja. Yep. Also wie gesagt, agilekirche.de eingeben, dann wird man weitergeleitet auf so eine Plattform. Ich habe ein bisschen andere URL, aber agile Kirche ist die Domain leicht zu merken. Ja, ich gehe nochmal kurz durch. Also hier wird zunächst beschrieben, wie der Hackathon entstanden ist, wie das Ganze, wie die Idee dahinter ist, organisiert war. Da kann man auch nochmal auf diese Seite gehen, glaubengemeinsam.de, die ist weiterhin freigeschaltet. Ja, und dann geht es schon direkt zu unserem Team. Also wir hatten ja insgesamt vier Bereiche, also vier Teams, die sich da kristallisiert hatten und dann aber zwei Ergebnisse. Und hier geht es aber um unser Ergebnis, diese Plattform. Ja, man kann dann direkt, wer Interesse an einer Mitarbeit hat, mit mir als Ideengeber in Kontakt treten. Einmal auch über Twitter oder über ein Kontaktformular. Das rufe ich jetzt nicht extra auf, das ist nochmal eine extra Seite. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also zunächst einmal gibt es ja eine Expertenrunde vom Hackathon-Initiatoren-Team. Das ist auch nochmal beschrieben. Und wir als Team haben uns ein Forum angelegt, wo wir uns da diese Slack-Plattform, demnächst abgeschaltet wird, austauschen können darüber hinaus. Das ist natürlich nur eine Form der Kommunikation, die möglich ist. Wir können natürlich weiterhin auch per Videokonferenz oder ich habe gestern noch mit jemandem telefoniert, per Mail, was auch immer, Messenger, uns austauschen. Aber das ist so ein Aufhänger. Okay, ja, soweit die Infos dazu. Ich denke, ich kann das erstmal stoppen. Ja. Danke dafür. Nochmal als Ergänzung in Sachen, wie sind wir zu erreichen?
Also Biggie und ich sowieso hier auch auf Facebook, Johannes auch hier auch auf Facebook und teilweise dann auch der Johannes definitiv auch in den sozialen Netzwerken Xing und LinkedIn. Da sind wir nämlich auch, Xing sind wir schon verknüpft, LinkedIn bin ich noch nicht zugekommen, mache ich entweder heute oder spätestens morgen, auch da werden wir dann miteinander verknüpft sein. Also vielfältig unterwegs, wie gesagt, Johannes ist der Ansprechpartner, das ist sein Projekt. Und ja, abschließend will ich natürlich auch noch erzählen, wieso bin ich da jetzt eigentlich drauf zugekommen? Wie das dann immer manchmal so ist, zufällig in Facebook in einer Gruppe gewesen, die sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, Kirche und soziale Medien, ist ja auch nun mal mein Arbeitsbereich, daher sowieso immer in der Gruppe unterwegs. Und dort ist von diesem Hackathon gesprochen worden. Dort wurde darüber berichtet, dass es das gibt. Jetzt ging es mir so ähnlich wie Biggie. Ich wollte eigentlich auch schon bei dem Virus Virus Hackathon mitmachen. Hat einfach bei mir gesundheitlich und zeitlich nicht geklappt. War nicht machbar, aber dann kam der Hackathon und da habe ich gesagt, entweder jetzt oder nie, weil dein Thema und dann noch Hackathon und jetzt aber mal los. Gib jetzt Gas, Vollgas, habe ich mich angemeldet. Und dann kamen auch die E-Mails von den Jugenddelegierten entsprechend und ja. Wieso ist das überhaupt mein Thema? Ja, Social Media habe ich mich im Laufe der Jahrzehnte eingearbeitet. Ich bin mit IT und EDV groß geworden, also tatsächlich als EDV ein Fremdwort war und die ersten EDV-Lehrer im Unterricht auftauchten und sich selber fragten, was mache ich denn jetzt hier? Da war ich mit dabei und bin da tatsächlich mit groß geworden, mit allem und arbeite mich selbstständig ein. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, Handbücher-Freak bin ich tatsächlich. Das heißt, wenn mir irgendwo eine neue Software unterkommt, ich lese erstmal die Handbücher. Da schüttelt jeder den Kopf, aber ich lese tatsächlich erstmal die Handbücher und dann beschäftige ich mich mit dem Ausprobieren, ob die Handbücher stimmen oder ob die veraltet sind. Das kann nämlich auch vorkommen. Das ist also dieser Social-Media-Bereich. Ich war auch beruflich dann immer auch für meine früheren Vorgesetzten, für meine früheren Kollegen immer Ansprechpartner, was diese Dinge angehen. Webseite, IT, Telekommunikation, kamen, wieso funktioniert das nicht? Das war dann immer so die große Frage. Wobei ich dann auch mit der Zeit aufgrund der Infrastruktur meiner ehemaligen Arbeitgeber einen regelrechten Hass dann auch auf Apple-Produkte entwickelt habe. Also daher kann ich das so sehr gut nachvollziehen, wenn jemand dann sagt, mit einer bestimmten Software möchte ich nichts zu tun haben. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Ja. Glaubenstechnisch, wieso glaubenstechnisch? Ich bin Christin, evangelisch-lutherisch. Ich habe ja schon als Kind immer gerne Gottesdienste besucht, aber bitte nicht die Kindergottesdienste, die waren mir zu öde. Da konnte mir keiner meine Fragen beantworten. Meine Oma hat mich so erzogen, dass ich alle Religionen gleichermaßen respektiere und hat mir auch völlig freigestellt, zu welcher Religion und später auch zu welcher Konfession ich mich bekenne. Ich habe also auch gestöbert und habe für mich dann eben auch festgestellt, es ist das Christentum. Und dann später habe ich dann festgestellt, es ist evangelisch-lutherisch. In der engeren Auswahl war tatsächlich auch römisch-katholisch. Da gab es aber so ein paar Dinge, und da sage ich jetzt gar nicht mal Frauenthema, sondern da waren andere Themen, die mich dann überzeugt haben, nee, das ist nicht meine Welt, evangelisch-lutherisch. Selber für alles verantwortlich sein und selber den Kopf hinhalten, wenn irgendwas schief geht, das ist ja so mein Ding. Ich bin dann als Lektorin tätig gewesen mehrere Jahre, bin dann recht aktiv dann auch in der Kirche unterwegs gewesen. Hat sich dann ein bisschen verlaufen aufgrund der Arbeitsbedingungen, die ich dann hatte. Ich war im Tourismus unterwegs in einem großen Tier- und Freizeitpark hier in Norddeutschland. Das hieß natürlich sonntags arbeiten, feiertags arbeiten, weil das dann die Hauptgeschäftszeit ist. Und dann war es schwierig, dann nur im Winter als Lektorin aufzutreten. Denn im Winter, in der Weihnachtszeit, das sind immer so die Sahnestücke bei den Lektorinnen. Und das war den anderen gegenüber unfair. Also habe ich das Ganze dann auch abgegeben und habe dann leider aufgehört damit. Ich war damals eine der jüngsten, ich glaube, ich war tatsächlich bei uns in der Gemeinde die jüngste Lektorin, weil ich ein gutes Verhältnis mit unserem damaligen Pastoren hatte, Pastor Schrader in Ruhestand und er und ich war, also er erzkonservativ, ich noch erzkonservativer von den Einstellungen her.
nach dem Motto, es gibt nur zwei Gebote, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, beide sind gleichwertig, fertig. Das ist so meine Einstellung zu den Dingen. Er war dann immer so ein bisschen skeptisch. Ich war dann, also er hat in der Reihenfolge tatsächlich mich getauft, wo ich ihn schon niedergeredet habe und er nochmal neu ansetzen musste. Dann hat er meine Mutter beerdigt, dann hat er mich konfirmiert, dann hat er mich, ja, am Hals gehabt, weil ich ihn 2 Jahre lang dann wirklich genervt habe, doch bitte jetzt endlich mal Lektorin sein zu können, war ich's endlich. Und er hat mich auch eine ganze Weile, auch danach noch, in vielfacher Hinsicht dann auch begleitet. Also, dass ich ihn dann immer gefragt und genervt habe. Und er hat mich dann eben auch zu anderen Religionsdingen auch einfach mal mitgenommen, zu Sachen, wo ich wahrscheinlich sonst keinen Zugang gehabt hätte, also in Richtung Billy Graham, der Maschinengewehr Billy Graham. Da war mal in einer Nachbargemeinde, ist er live zugeschaltet worden und da hat er uns dann im Grunde genommen, wer wollte, aus seiner Kirchengemeinde, aus meiner Kirchengemeinde mit hingenommen, dass ich das dann auch mal kennengelernt habe. Und ansonsten bin ich eben frei unterwegs gewesen bei den Baptisten, Siebentags-Adventisten, römisch-katholisch in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, also querbeet, und habe mich dann eben entschieden, evangelisch-lutherisch, und war dann eben auch in meiner Kirche unterwegs, dann eben nicht mehr ehrenamtlich, sondern als normales Gemeindemitglied, soweit es eben beruflich ging, und war da auch immer überzeugt von, bis ich 2013 mehrere unschöne Erlebnisse hatte, so dass ich dann festgestellt habe, in Kirche ist leider nicht alles so, wie es sein sollte, was bei mir zu einem inneren Abschied von der Kirche geführt hat, da ich persönlich sehr viele gewalttätige Strukturen in der Kirche erfahren habe, also feststellen musste. Und das ist etwas, wo ich dann kontra gehe, von Natur aus, liegt bei mir in der Natur tatsächlich, auch in der Erziehung und auch so in meinem eigenen Lebenslauf begründet. Und ja, ich stand dann immer vor der Entscheidung und stehe sie teilweise immer noch, drinbleiben oder rausgehen, aber ich bin dann auch immer auf dem Standpunkt, ich finde es in Ordnung, wenn jemand nach solchen oder ähnlichen Erlebnissen sagt, Kirche ist für mich erledigt. Habe ich früher auch gegengesprochen und jemanden versucht, drin zu halten, meine ich mehr. Aber für mich persönlich ist es dann mehr so der Punkt, gegen solche Strukturen anzugehen und mir die Kirche, so wie ich sie kennengelernt habe, als kleines Kind wieder zurückzuerobern und im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass es wieder um die Menschen und um Gott geht und nicht um irgendwelche Verwaltungsdinge und vor allem nicht irgendwie um irgendwelche Hierarchiefantasien. Also das ist etwas, was mir quer geht. Und deswegen auch die Suche nach einem entsprechenden Projekt beim Hackathon. Und da habe ich mir auch dann so die unterschiedlichsten Dinge angesehen. Und da waren dann eben so verschiedene Strömungen, wo ich gesagt habe, okay, nicht meine Welt, eventuell meine Welt. Und ja, das kommt gut in Frage. Und da waren auch so 2, 3 Sachen in engerer Auswahl. Aber im Grunde genommen war das, was du da erzählt und was du da geschrieben hattest, so dieses, wir gehen nicht von dem Punkt aus, was Kirche will und versuchen dann die Leute davon zu überzeugen, dass genau das Richtige für sie ist, sondern andersherum zu denken, was ich ja auch vom Kaufmännischen, vom Marketingtechnischen, von Social Media her tagtäglich so mache. Ich sehe mir die Zielgruppe an und gucke, was die Zielgruppe braucht und gucke dann, wie ich die Zielgruppe zufriedenstellen kann, dass das eher so der Anlaufpunkt ist, also auch so der Weg ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und das ist für mich auch ein Weg, einfach auch diese starren Strukturen, diese Gewalttätigkeit innerhalb der Kirche auch von innen heraus aufzubrechen. Die Erfahrung zeigte mir auch aus meinem Lebenslauf, strukturelle Gewalt kann man am besten von innen mit zusätzlichem äußerlichen Druck durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, aber hauptsächlich von innen heraus aufbrechen und beheben. Und da finde ich, agile Kirche ist ein hervorragender Weg dafür. Ja, so bin ich dazu gekommen. Okay. Ja, danke für deine Ausführungen. Also in der Tat steht da noch mehr hinter. Also ich kann das gar nicht alles in so ein paar Minuten, die wir hier haben, zusammenfassen, was das für mich bedeutet. Aber es geht mir tatsächlich um die Menschen, die abgehängt sind von Kirche,
die Kirchen fernen, die vielleicht schon ausgetreten sind oder erst gar nicht eingetreten sind, weil ihre Eltern auch schon gar nicht mehr in der Kirche waren. Und die Zahlen sprechen ja auch für sich. Also es gibt eine Tendenz, dass immer mehr Leute austreten. Jetzt kann man sagen, okay, dann gibt es auch noch Freikirchen, ist es da vielleicht besser. Aber da gibt es höchstens vielleicht so eine Fluktuation, dass man wandert irgendwie. Man schaut sich dann vielleicht als junger Mensch an, was interessiert mich am meisten und wechselt dann irgendwie dahin, wo es einem am besten gefällt. Also nicht nur als junger Mensch natürlich. Und ja gut, das hat natürlich Kirche, habe ich gestern dazugelernt, es gibt ja dieses parochiale System, also dass man zugeordnet wird in einen bestimmten Kirchenkreis und sich gar nicht die Gedanken machen muss, zu welcher Kirche gehe ich überhaupt, wer ist überhaupt für mich zuständig, ist das der Pfarrer, der mich anspricht oder interessiert mich eigentlich was ganz anderes, sondern das ist eigentlich so ein System, was von vornherein feststeht und da wird man vielleicht sogar reingeboren, man lebt an einem bestimmten Ort, da sind schon vielleicht sogar die Großeltern gewesen, die Eltern, und dann ist man als Kind auch automatisch da drin. Und das hinterfragt man dann auch gar nicht. Ne? Und man guckt vielleicht auch gar nicht, was machen andere denn, sei es andere Gemeinden, die ebenfalls evangelisch sind, wenn man jetzt aus dieser Richtung kommt, oder vielleicht eine ganz andere Denomination. Und für mich war so die Erfahrung aus diesem Programm, was ich ja beschrieben hatte, innerhalb einer Gemeinde etwas zu machen, wo dann tatsächlich doch Leute aus ganz verschiedenen Ecken kommen, wird aber doch dieser Gemeinde häufig nicht gerecht, in dem Sinne, dass die Gemeinde sich vorstellt, dass diese Menschen möglicherweise Mitglieder werden, ne, und sich dann anpassen und dann immer dahin gehen, jeden Sonntag in den Gottesdienst, sondern wir müssen den Menschen auch ein Stück weit eine Freiheit lassen. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit auch so, dass man immer flexibler denkt und lebt, auch jobmäßig. Also ich weiß nicht, ob mein Job jetzt bis zur Rente gesichert ist, sondern ich muss vielleicht auch mal wechseln oder vielleicht sogar den Wohnort wechseln. Und ich glaube, dass diese Lebensumstände auch auf das Thema Gemeinde, Religionszugehörigkeit Einfluss haben, dass wir die Menschen also auch nicht erdrücken sollten mit solchen Vorstellungen. Denn ich meine, wer bindet sich schon gerne irgendwie für längere Zeit an ein bestimmtes Projekt oder vielleicht sogar auf Lebenszeit auf eine bestimmte Art und Weise und dann zu sagen, okay, ich bin einfach nur Mitglied, gehe aber nicht hin, ist auch irgendwo falsch. Also nehmen wir mal an, ich gehe vielleicht einmal im Jahr zu Weihnachten, und das betrifft ja wirklich viele Menschen in Deutschland, dass man dann nur dann hingeht, wenn vielleicht eine Hochzeit, eine Beerdigung ist oder an Weihnachten, ne? Oder vielleicht noch mal zu irgendwelchen anderen Anlässen, die wichtig sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat diese Bindung dahingehend zur Kirche, dass man sich wirklich einbringt und regelmäßig dabei ist, schon lange nachgelassen. Und jetzt in der Zeit von Corona bricht zwangsläufig erstmal, oder kommt, also bricht nicht zusammen, aber dieses System kommt zum Stillstand. Man kann gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Und auf einmal entstehen digitale Angebote, wo ein Pfarrer sagt, ach, ich mach das entweder alleine oder in einem kleinen Team, stell das bei YouTube rein, das ist dann mein Gottesdienst. Auf einmal kommen wieder Leute dazu, gucken sich das im Internet an, die schon lange nicht mehr in der Kirche waren, sage ich mal so. Ne? Also gut, viele auch, die sonst gerne hingegangen wären und sich das dann online angucken. Aber ich glaube, sollte auch nicht nur rein um dieses Thema Gottesdienst gehen, sondern Kirche ist noch viel mehr und kann noch viel mehr sein. Es kann zum Beispiel solche Gespräche geben, wie wir das hier machen. Und das muss ja nicht nur im Internet sein. Das kann auch genauso gut in einem Café stattfinden. Das muss auch nicht nur rein kirchlich sein, sondern meine Idee war, persönlich hier in einem Stadtteil, wo ich lebe, so etwas aufzubauen, mit
ja, einem Team, da waren Vertreter aus Kirchen, auch von der Universität, die sich überlegt haben, wie können wir den Stadtteil neu gestalten, neues Format aufstellen und dann etwas zu entwickeln, wo Menschen dann teilhaben können, das ist für mich schon Kirche. Und also so habe ich gedacht im Bereich agile Kirche, dass man was aufstellt, also nicht nur für die Leute, die eh schon regelmäßig dabei sind und die dann vielleicht noch mehr machen, noch mehr flexibel sind und sich verbiegen, sondern eben für Menschen, die zum einen vielleicht gerne aktiv wären, aber sich durch das System gebremst fühlen. Das gibt es durchaus auch, ne? Also man muss sich erstmal durchkämpfen durch die Gremien, bis man irgendwie etwas Bestimmtes machen kann, offiziell anbieten kann. Und für diejenigen, die denken, okay, also dieses Klassische, das ist irgendwie nichts für mich, Gottesdienst, oder man hat vielleicht bestimmte Vorbehalte. Aber ich hätte gerne doch mal so ein bisschen Gemeinschaft, würde mir durchaus mal gerne anhören, wie denken andere. Und gut, dann Themen sind auch heutzutage, dass viele Menschen einsam sind, ne? Also die freuen sich einfach, wenn irgendwo was angeboten wird. Nur ich glaube, dass so ein klassischer Gottesdienst nicht unbedingt ein Format ist, wo diese Bedürfnisse gestillt werden, ne? Also man geht da ja eigentlich relativ anonym hin, hört sich das an. Vielleicht gibt es hinterher nochmal einen Kaffee oder man kommt nochmal ins Gespräch mit dem Pfarrer oder so. Aber ein Gesprächsformat zum Beispiel ist ja viel flexibler in der Hinsicht, dass man auch persönlich mal eingehen kann auf die Bedürfnisse der Menschen. Also das ist nur eine Form. Es kann auch Projekte geben, ja, wo, dann schaut man sich einfach an, also wo drückt der Schuh. Man kann auch Fragen an die Bezirksvertreter stellen, also wo können wir helfen, wo können wir was machen und darum Projekte entstehen lassen und all diese Sachen lassen sich ausprobieren. Also agile Kirche ist insofern für mich Kirche ohne Grenzen, überall, zu jeder Zeit möglich, ne? Und natürlich braucht es auch Formen und da wäre es natürlich ideal, wenn man so einen, ich sag mal, Schirmherrin gewinnt, wie die EKD. Wir werden sehen, also was da an Rückmeldung kommt. Also wie gesagt, ich drücke da ganz fest die Daumen, dass das klappt und Biggie wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß nicht, wie es bei Biggie ist. Ich denke, du wirst dich da auch definitiv dann auch vielleicht mit wohlfühlen können. So vom Gefühl her, so von dem, was er jetzt so erzählt hat. Das ist ja genau das, was ich eigentlich schon lange suche. Den sonntäglichen Gottesdienst, das ist eine Plattform für die 10 Leute, die da sitzen, auf dem Dorf. In der Stadt sind es vielleicht 5 mehr. Aber es findet sonst eigentlich nichts statt, außer halt Kindergottesdienst, Jugendgruppe, Frauenkreis, bin ich noch nicht alt genug oder fühle mich noch nicht alt genug dafür. Da fehlt einfach die Vielfalt. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich habe es... Ich verstehe, dass Vielfalt nicht existieren kann im Kleinen, weil da gibt es nicht genug Leute, die was tun. Aber man hat auch nicht, man versucht auch die Leute nicht heranzuziehen. Also ich kann es verstehen, ich kann euer beider Standpunkt verstehen, aber wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass ich für mich wirklich den Haken hintergesetzt habe und mich auf keinen Fall auf irgendetwas definitiv einlassen werde, wo ich weiß, Kirche hat die Schirmherrschaft. Ja. Das habe ich für mich persönlich wirklich mit einem dicken, fetten X versehen. Mhm. Also kein Problem zu unterstützen, mit reinzukommen, irgendwie beizusteuern, kein Problem. Aber irgendwie, wo ich dann weiß, irgendwer aus dem Kirchenbereich ist in irgendeiner Weise verantwortlich. Da finde ich dann freundlich und lasse wurschteln, weil es ist, habe ich abgehakt, ist für mich also ist Geschichte. Definitiv. Wie gesagt, ich bin kurz davor gewesen, mehrfach schon kurz davor gewesen, wirklich zu sagen, küsst mir die Füße. Und wirklich, ich habe wirklich ganz kurz davor gestanden, zum Ordnungsamt zu gehen und meine Mitgliedschaft in diesem besonderen Club wirklich zu beenden, weil es ja immer auf eine Clubmitgliedschaft hinausläuft.
daher habe ich wirklich mehrfach schon überlegt, da Taten folgen zu lassen. Aber ich bin einfach so erzogen, wenn was bescheiden läuft, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder so tun, als wenn das nicht so wäre, oder du kannst versuchen, etwas daran zu ändern. Mhm. Und daran etwas zu ändern, kannst du am besten, wenn du dabei bleibst. Wenn du gehst, überlässt du denen das Feld, von denen du denkst, dass sie etwas ändern sollten, die aber nicht dazu bereit sind, etwas zu ändern. Deswegen, ich kann nachvollziehen, ich habe sehr viel in meinem Bekanntenkreis und in meinem persönlichen Umfeld, die nicht nur bei den Evangelischen, auch bei den Katholischen, aber hauptsächlich tatsächlich bei den Evangelischen gesagt haben, evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers ganz speziell gesagt, die wirklich gesagt haben, können wir mit unserem Glauben nicht mehr vereinbaren, was hier teilweise mit Menschen angestellt wird und die gegangen sind. Ich kann es nachvollziehen und ich kann es wirklich begreifen. Ich würde beispielsweise niemanden mehr dazu raten, irgendwie sich in meiner momentanen Landeskirche zu binden und eine Konfirmation mitzumachen. Also ich bin damals bewusst in die Konfirmation gegangen. Ich habe mir sehr lange überlegt, welche Religion meine ist, und ich habe sehr lange überlegt, welche Konfession ich annehme. Und es war für mich eine sehr bewusste Entscheidung. Und ich habe sie sehr bewusst getroffen, und ich habe da für mich dann eben auch eine Entscheidung getroffen, die mir persönlich sehr wichtig war. Und unter den jetzigen Umständen wäre es für mich unverantwortlich, irgendjemanden dazu zu raten, sich momentan in unserer Kirche konfirmieren zu lassen. In einer anderen Kirche durchaus. Ich sehe da auch andere Landeskirchen, wo ich dann sage, ja, es geht auch anders, aber in meiner nicht. Es ist, nee. Also da, also, und bevor da in irgendeiner Weise wieder Vertrauen aufgebaut werden könnte, da müsste sehr, sehr, sehr viel passieren, und es müsste mir unter Beweis gestellt werden, dass dieses Vertrauen in irgendeiner Form tatsächlich gerechtfertigt sein könnte. Um es mal deutlich auf den Punkt zu bringen, wie weit entfernt ich davon bin, da noch irgendwas mitzumachen. Das ist, der Drops ist gelutscht. Das heißt aber für mich ist das eine auch wirklich was von dem anderen komplett zu trennen. Für mich, ich kenne viele Menschen, die wirklich sagen, ich glaube und deswegen trete ich aus der Kirche aus. Ich stehe ja selber auch immer wieder davor. Für mich ist das eine mit dem anderen nicht verbunden. Ich finde, dass man sehr gut ein gläubiger Mensch sein kann, ohne in der Kirche zu sein. Und es gibt viele gläubige Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche. Ich finde es schade, dass die Kirche dann immer darauf reagiert, auf Austritte, indem sie sagt, es liegt alles an der Kirchensteuer. Das finde ich irgendwie ein Feigenblatt, sondergleichen, dass man sich da immer vorhält, anstatt sich mal mit den Ursachen zu beschäftigen und mal bei den Leuten, die ausgetreten sind, nachzufragen, wieso, weshalb, warum, und etwas an den Ursachen verändern zu wollen. Aber das ist auch wieder so lösungsorientiert gedacht. Das ist wieder so kaufmännisch gedacht. Deswegen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Deswegen bin ich auch zum Hackathon und habe da auch gesehen, wie viele engagierte Menschen es gibt. Und auch, da war ja auch querbeet. Da waren ja viele Laien dabei. Da waren katholische und evangelische und evangelikale und lutheranische und Baptisten. Laien waren da mit dabei. Da waren auch Ordinierte mit dabei. Pfarrer, Mönch habe ich da gesehen. Schwestern habe ich da gesehen. Also da war querbeet. Es gibt viele Leute, die sich wirklich engagieren, die da richtig Gas geben und die da auch was ändern wollen. Und das sind so die Leute, wo ich sage, ja, Hoffnung ist noch nicht völlig aufzugeben. Es gibt noch die Hoffnung. Aber für mich persönlich ist, da muss auch jeder einfach sagen, für sich so entscheiden, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und mein Weg ist da wirklich der Weg des, hier läuft was Scheiße, Schild hochhalten. Das ist dann mehr so mein Weg. Und halt Alternativen anbieten. Und unterstützen, wenn ich irgendwas Sinnvolles sehe, wie bei dir, das dann eben zu unterstützen, soweit es geht. Aber ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Institution Kirche und den Leuten, die das bewegen. Das sowieso. Da sind Unterschiede. Das sowieso. Und in der Institution ist es schwierig, irgendwas zu bewegen, weil die halt auch zu groß und zu festgefahren ist. Ja. Aber du wirst immer wieder Leute treffen auf unteren Ebenen, die da richtig was bewegen und auch
mit denen du dich auch identifizieren kannst. Ja, das habe ich auch festgestellt. Das ist der Unterschied. Also auf Superintendentenebene habe ich genau eine Person kennengelernt, wo ich gesagt habe, Chapeau, da wird tatsächlich das gelebt, was gepredigt wird. Bei allen anderen war ich da eher nicht so angetan. Ist aber auch dann in einen anderen Arbeitsbereich gewechselt, sagt vielleicht auch was aus. Und ansonsten bis Superintendent überwiegend tatsächlich sehr engagierte Menschen. Es gibt natürlich auch Menschen, die innerlich gekündigt haben, wie in jedem Betrieb. Ja, aber sind auch so auf der unteren Ebene, sage ich jetzt mal, bei 0815 Pastorinnen und Pastoren, da sehe ich sehr viel Potenzial und auch sehr viel Engagement. Ja. Also ich unterscheide da auch einmal die Institution, wo ich wirklich sage, da ist es nichts und den Personen da drin. Also da mache ich einen ganz klaren Unterschied. Ich kenne viele, wo ich sage, die Arbeit ist es wert, weil die engagieren sich und die leben das, was sie sagen. Das ist aber nicht so ganz durchdrungen. Okay, ich möchte nochmal dazu sagen, also dass es mir gar nicht so sehr darum geht, dass das Ganze auf Kirchenmitgliedschaft aufgebaut ist, sondern ganz im Gegenteil. Wenn jetzt eine Schirmherrin wie die EKD gewonnen wird, dann hat es den Vorteil, dass das Ganze seriös wirkt, denn das Problem ist, es gibt ja durchaus Freikirchen, die sagen, also ja, wir sind frei, wir sind noch nicht mal in irgendeinem Verband, gibt es ja auch Gemeindeverbände mit Freikirchen, aber es gibt auch komplett freie, dass die dann sehr schnell auch in so eine Sektenecke geschoben werden, ne, wo die Leute sagen, was ist das überhaupt für ein Verein, was ist das für eine Gruppierung, das ist mir suspekt, das ist vielleicht eine Sekte und in sowas möchte man ja auch nicht reingezogen werden. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir sind hier irgendeine Form von Kirche, dann könnte es ja genauso gut sein, dass wir jetzt eine neuartige Sekte sind, die das jetzt als Propagandamaschine anwirft. Klar. Wir nennen es dann agile Kirche und verführt die Menschen und am Ende steht man dann vor so einem Scherbenhaufen. Wenn jetzt so ein Schirmherrin gewonnen wird wie die EKD oder auch anders, dann könnte man sagen, okay, das ist irgendwie, das hat so ein Qualitätssiegel, da weiß ich, da hat mal jemand drüber geguckt. Heißt natürlich nur lang nicht, dass es dann nur Kirche sein soll und nur, dass es nur um reine kirchliche Inhalte gibt, die dann in einer neuen Form dargestellt werden. Habe ich auch nicht so verstanden. Hatten wir ja auch schon eine heiße Diskussion drüber. Also für mich ist das auch wirklich so klar und ich finde das auch gut, dass du das nochmal so hervorgehoben hast. Mein Punkt ist ja dann eher so die andere Seite der Geschichte, so aus meiner Lebenserfahrung heraus, die ich halt nur gemacht habe und aus den Erfahrungen her, die andere gemacht haben, dass da der Effekt genau gegenteilig ist. Also dass ich da eben sage, meine Reaktion hast du gerade mitbekommen, als das Thema aufkam. Und ich bin nicht die Einzige, die so reagiert, weil dann im Grunde genommen da dann die Gefahr besteht, dass so dieser Stempel draufkommt, Kirche, 0815, neuer Name, neues Spielzeug. Aber genau wie ich das jetzt so feststelle, ganz, ganz viele Sachen sind jetzt im Digitalen, wird viel gemacht jetzt momentan online-technisch und ich finde jede Aktion, jede einzelne Aktion super toll, verstehe mich nicht falsch. Ich finde es auch völlig egal, ob das jetzt super toll von der Technik her läuft oder ob das erste Hinterladen-Video da ist. Das ist mir völlig egal. Mir geht es da mehr so darum, wie die Menschen so interagieren mit diesen ganzen Gegebenheiten und auch mit den Menschen, die sie erreichen möchten. Und da stelle ich eben so unterschiedliche Tendenzen fest, wie ich das eben auch bei den normalen Gesprächen und Begegnungen in der Offline-Welt mit Pastorinnen und Pastoren habe. Und da ist eben eine große Gruppe, die alles geben, weil sie sagen, yeah, jetzt probiere ich es aus und so erreiche ich die Menschen jetzt noch auf eine andere Art und Vollgas geben. Und ich merke aber auch, ich erreiche die Menschen oder ich erreiche sie nicht. Ich mache jetzt erstmal das, was ich immer mache, bloß mache ich es jetzt nicht in der Kirche und spreche zu den Leuten, sondern ich sitze frontal irgendwo und tue so, als wenn sie in der Kirche wären und habe auch so diesen Habitus, also so diese innere Haltung. Und das ist etwas,
was diesem Projekt wirklich auch den Todesstoß von vornherein geben würde. Und ich, also das ist, wäre so mein Bedenken. Und da würde ich dich drum bitten, dass du da wirklich auch ein Auge drauf hältst, dass das auseinandergehalten wird und dass das vielleicht auch in den Nutzungsbedingungen, irgendwo in den Verträgen, in den Begleitverträgen irgendwo festgehalten wird, dass da eine inhaltliche Unabhängigkeit bewahrt wird auf jeden Fall und dass das irgendwie nicht so läuft wie in vielen anderen Fällen. Kirche kommt hinein, meint es durchaus auch gut und übernimmt die Sache erstmal, weil sie weiß ja, wie der Hase läuft. Das ist einfach in so vielen Bereichen so, dass ich da arge Bedenken habe, dass das so passieren könnte. Von deiner Seite aus sicher nicht so gewollt, aber so kann es eben auch von vornherein eingeschätzt werden. Und Menschen, die an einem Punkt sind, wie ich es bin und wie andere, die ähnliche oder die dieselben Geschichten Punkt für Punkt erlebt haben, die schreckt das einfach ab. Also dieses Gütesiegel, was ich anerkenne, was du damit meinst, was ich auch nachvollziehen kann, was du damit meinst, ist dann eher kein Gütesiegel, sondern das Gegenteil. Es kommt halt immer drauf an, wer gerade gefragt wird. Ja, vielleicht, genau, also vielleicht sollte man das tatsächlich auch agil halten. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mehrere Unterstützer geben könnte, dass man sagt, okay, der hat auch die evangelische, die katholische, die Freikirche XY mal drüber geguckt oder wie auch immer. Aber dass wir wirklich sagen, es ist jetzt nicht irgendwie ein bestimmter, auch theologischer möglicherweise, Baukasten dahinter. Dass wir sagen, das ist unsere Theologie, unsere Grundwerte und so, nicht anders, wie wir die Bibel verstehen oder wie wir Glauben oder Kirche verstehen, sondern es ist eine Plattform, wo man fair miteinander agil interagieren kann. Das wird, glaube ich, eine Riesenherausforderung, das in irgendeiner Form abzubilden. Und ich überlege schon, inwiefern es überhaupt Sinn machen würde, das bundesweit zu öffnen oder für den Anfang vielleicht sogar auch erstmal regional in einem kleineren Rahmen auszuprobieren. Also ich habe gestern ein Telefonat mit einem Pfarrer vom Lande gesprochen und also er hatte viele Anknüpfungspunkte und ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, wir probieren das erstmal aus in dieser Region. Wenn das da funktioniert, dann kann es auch in einem größeren Rahmen funktionieren. Denn so ein System müsste ja auch sehr leistungsstark sein. Nehmen wir mal an, bundesweit würden jetzt alle Leute da drauf strömen, irgendwelche Veranstaltungen suchen und finden. Also das kann auch schnell überlaufen, wenn das nicht wirklich stabil aufgebaut ist. Ne? Also da kann nicht einer das Ganze moderieren und dann kommen da 5000 Anfragen und auch Fake-Anfragen möglicherweise mit rein. Das müsste noch alles durchdacht werden, also wie sowas tatsächlich funktionieren kann. Also agile Kirche, das kann auch wie so eine Bewegung sein, die auch ganz ohne digital stattfinden könnte, dass man sagt so auf einer lokalen Ebene, wir wollen hier agile Kirche bauen, und probiere einfach mal verschiedene Sachen aus und zu vernetzen, Veranstaltungen nicht in Stein zu meißeln, sondern flexibler zu handhaben. Auch das ist schon eine agile Kirche. Ideal ist natürlich eine digitale Unterstützung. Ne? Also das ist auch die Feststellung, die ich gemacht habe damals schon. Haben viele Leute bei Facebook reingeguckt, wenn das dort drin stand als Event, dann waren sie sicher, okay, es findet tatsächlich statt. Wenn ich das irgendwie mal vergessen hatte oder zu spät reingesetzt hatte, dann gab es schon die ersten Zweifel. Also das Digitale spielt eine Rolle, lässt sich auch nicht mehr wegdenken, auch selbst bei der älteren Generation nicht. Ja. Also da von meiner Seite aus noch zwei abschließende Hinweise, die du vielleicht mit aufnehmen könntest. Vielleicht einfach auch mal schauen, dass vielleicht auch eine nicht-kirchliche Schirmherrschaft mit ins Boot kommt, zumindest mit ins Boot kommt. Vielleicht irgendein großes IT-Unternehmen, dass man da sich vielleicht auch mal mit orientiert, so nach dem Motto, wir haben hier was Neues, könnt ihr euch da vorstellen, vielleicht irgendjemand so, der im Bereich von Hardware unterwegs ist, also da keine eigenen ursprünglichen Bezüge zu hat, also nicht irgendwie das Ganze nutzt, um es dann selber als Unterbau zu nutzen für eine eigene Plattform in irgendeiner Form, sondern wo so ein Querinteresse bestehen könnte. Also irgendjemand so in Richtung Hardware, PCs, vielleicht Smartphones oder irgendwie sowas, dass man das macht. Also das zum einen. Und das Zweite, was ich empfehlen würde, ist tatsächlich das zu kombinieren.
Also ich finde die Idee nicht schlecht, beides miteinander zu kombinieren. Einmal so örtlich, regional, lokal ausprobieren, offline und dann reinzuwachsen und das nebenbei aufzubauen und das Ganze skalierbar zu halten. Also die Skalierbarkeit. Das ist tatsächlich das Wichtige im Digitalen, dass man irgendwie von vornherein sagt, also jetzt die Landingpage hattest du in einem System, in einem Baukastensystem genommen. So ein Baukastensystem ist immer begrenzt. Ich würde persönlich da immer zu einem offenen CMS neigen. Also meine Tendenz ist da immer WordPress.org, weiß auch jeder, der mich kennt. Aber es, wenn das nicht so das ist, was dir so liegt, würde ich dann vielleicht auch mal in andere Richtung kommen. Vielleicht so Typo, vielleicht auch einfach mal gucken. Also meine Präferenz wäre da immer WordPress, dass man sich dann im Falle eines Falles das Ganze unter den Arm klemmen und zu einem anderen Provider marschieren kann und eben auch skalieren kann. Und wenn das Ganze alle Register sprengt, dass man dann sagen kann, lieber Provider, ich war bisher Kunde X, ich hätte jetzt gerne einen eigenen Server, macht ihr das mal, macht ihr hier mal Managed Server, legt mir das da mal auf und dann hat man wieder eine ganz andere Möglichkeit zu skalieren. Also dass man das im Hinterkopf behält. Also die Unabhängigkeit, indem man auch sagt, Schirmherrschaft auch außerhalb der Kirche mit hinzuziehen, mit in Betracht ziehen und die Skalierbarkeit ins Auge fassen. Okay, ja gut, inwiefern WordPress diese Leistungsstärke hat, so ein bundesweites Portal damit aufzubauen, das würde ich nochmal ein bisschen hinterfragen, aber da gibt es auch Techniker. Das war ja auch meine Absicht mit dem Hackathon, vielleicht ein paar technisch versierte Leute damit reinzugewinnen, die schon mal ein größeres Portal aufgebaut haben. Für ein lokales Portal würde WordPress locker reichen, das wäre, da sehe ich keine Probleme. Klar, da muss man sich dann Gedanken machen. Aber ich glaube, erstmal geht es ja darum, die Idee nochmal ja, so ein bisschen auszufeilen, zu gucken, was hat man überhaupt für Partner, also was haben die überhaupt für Möglichkeiten auch, sich da rein zu investieren. Und dann finden wir sicherlich auch eine unabhängige und skalierbare Lösung, ja, die dann ja, in welcher Weise auch immer. Also ich bin ja selber auch kein Programmierer, der das alles von Hand auf die Beine stellen könnte. Also die wir dann zusammen auf die Beine stellen können. Genau, also so für die nächsten Schritte, wie gesagt, wir warten ab, was kommt von der EKD an Rückmeldungen, kommt überhaupt eine Rückmeldung. Dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also durchaus gibt es ja Softwareanbieter, auch App-Entwickler, die gefragt werden können oder auch Portalbetreiber, die schon da jahrelang Erfahrung haben. Also da habe ich schon ein paar Tipps bekommen. Nun gut, ist das Ganze ja im Rahmen des Hackathons entstanden und also das will ich auf jeden Fall abwarten. Macht es Sinn, zu gucken, also was kommt da jetzt offiziell bei rum, ne? Nicht, dass wir jetzt irgendwie vorpreschen und dann sagen die, Moment mal, also das geht so gar nicht oder da sind wir nicht mit einverstanden. Also das würde irgendwie eine komische Publicity auch dann bringen, ne? Wenn das irgendwie ein Fehlstart wird. Ja, aber ich bin da guter Hoffnung und wenn es vielleicht auch in andere Richtungen nochmal geht, also Praxisformate zu entwickeln, zu gucken, was kann man da vor Ort draus machen, oder vielleicht sogar auch, was diese andere Teilgruppe vorhatte, an den agilen Strukturen in der Organisation von nicht nur Kirchen, auch vielleicht kleineren freikirchlichen Einheiten oder was auch immer so gibt, zu arbeiten und Lösungen zu entwickeln. War ein gutes Schlusswort. Mhm. Biggi, du hast so das allerletzte Wort. Du bist irgendwie ein bisschen Redezeit technisch zu kurz gekommen, weil wir zwei uns wieder verquatscht haben. Das ist ja meistens so gewesen. Aber jetzt, du hast das letzte Wort. Erzähl. Das letzte Wort, ja toll. Was wünschst du dir? Was wünschst du dir jetzt für die nächsten Schritte? Ja gut, ich würde mir schon wünschen, dass wir da was zustande kriegen, auch überregional. Weil, also ich komme halt auch vom Land. Ne? Im Gegensatz zu einem Städter, der da genug Potenzial in der Ecke hat. Bei mir um die Ecke ist halt nicht viel. Da gibt es noch eine Kleinstadt nebenan. Da ist eine relativ aktive Gemeinde auch unterwegs und auch aktive Pfarrer. Aber sonst passiert da auch nichts. Und ich würde mir da schon wünschen, dass man sich irgendwo ein bisschen vernetzen kann und ein bisschen mehr Angebot in der Richtung kriegt. Ich würde es auch wünschen. Ich würde es gut finden. Da wäre ich schon eher für das Überregionale.
Aber gut, egal, ich würde mich trotzdem, soweit ich in der Lage bin, mit einbringen. Dito. Und ich denke, so. Auch Content basteln, wenn ich es zusammenkriege, wie das geht. Ja. Kein Problem. Genau, also ich glaube, es gibt bestimmt auch Formate, die sind überregional einfach prädestiniert dazu. Also sowas online, das geht alles überregional. Mhm. Was mit einem persönlichen Treffen ist lokal einfacher. Ne? Also es sei denn, es ist irgendwie so ein sowas wie ein Kirchentag, da kann man auch mal hinreisen. Ne? Ja. Genau. Ja, war ein toll. Barcamp hier in der Ecke. Barcamp. Ja. Sehr zu empfehlen, ja. Das wäre auch mal ein Maß. Wäre auch wieder eine Sache. Habe ich auch noch nicht mitgemacht, muss ich mir auch noch antun. So, war auf jeden Fall eine tolle Diskussion, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja überhaupt nicht geguckt, was jetzt so vielleicht schon auf Facebook gelaufen ist, ob da schon irgendwelche Kommentare reingelaufen sind und wie das alles so geklappt hat. Wir machen es so, dass ich jetzt noch in die Bearbeitung von dem Video auf Facebook vom Livestream gehe und im Anschluss wird das Ganze dann von mir auch nochmal auf YouTube dann hochgeladen. Ich denke, das werde ich morgen, spätestens übermorgen, dann auch auf die Reihe bekommen haben. Okay. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart beim Sondernetzsprech zum Thema agile Kirche. Ist ein total spannendes Thema. Hackathon hat auch Spaß gemacht und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Mal gucken, was sich so alles ergibt, was draus wird. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, agile Kirche vor. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und herzlich willkommen, wer Interesse hat dabei. Prima. Dankeschön. Dann bis dann. Dann beenden wir jetzt mal die Session. Ja, okay. Macht's gut. Tschüss.